Der Film beginnt mit einem Polizisten namens Morrow. Plötzlich wird er von seinem Vorgesetzten zu einem Fall von Brandstiftung in einem Club gerufen. Aber es stellt sich heraus, dass er zu spät dorthin kommt, was auf seinem Kollegen einen schlechten Eindruck macht. Er wird sogar vom Polizeichef für seine Leistung gescholten. Daraufhin stellt der Chef einen Leutnant namens Schultzman als seinen Partner ein. Der erste Eindruck zwischen ihnen ist nicht gut, vor allem nicht der von Schultzman, dem Morrows früheres Verhalten nicht gefällt. Kurz darauf erhalten sie einen Notruf wegen einer Geiselnahme in einer Schule. Die Situation an der Schule ist sehr chaotisch, denn es gibt einen Schüler, der Feuer aus seinen Händen schießen kann. Neben ihm gibt es auch eine Studentin namens Lily, bei der es zu diesem Zeitpunkt sehr schwierig aussah, ihre eigenen Kräfte zu kontrollieren. Als die Polizei eintrifft, denkt sie sofort, dass der Junge der Drahtzieher der vorangegangenen Brandstiftung war. Während die anderen Polizisten ihre Verhaftungsstrategie ausarbeiten, nähert sich Morrow dem Jungen ganz lässig und ohne Waffen zu tragen. Er beruhigt den Jungen langsam, bis er sich beruhigt hat. Bei dieser Gelegenheit nehmen Morrow und die anderen Polizeibeamten den Jungen schnell fest. Bei diesem Vorfall finden die Polizisten zwei seltsame Gegenstände, die verdächtig sind. Nach weiteren Nachforschungen stellt sich heraus, dass der frühere Brandschlag nicht das Werk des Jungen war, so dass sie zu dem Schluss kommen, dass es noch jemanden gibt, der über genau dieselben Kräfte verfügt wie der Junge. An einem anderen Ort gibt es einen Teenager, der mit den seltsamen Gegenständen handelt. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem seltsamen Gegenstand um eine verbotene Substanz handelt, die normalen Menschen Superkräfte verleihen kann. Daher sind die anderen Teenager sehr daran interessiert, die Substanz zu kaufen, weil diese Superkräfte sie cooler aussehen lassen können. Morrow hat sich unterdessen von Schultzman getrennt, um seinen besten Freund zu treffen, Monte Carlo. Früher war er ein Superheld, der Gesellschaft oft half und von vielen Menschen bewundert wurde. Ihm schlossen sich zwei weitere Superhelden namens Callister und Gigaman an und sie wurden schließlich zu einem Trio, das sich Pack Royal nannte. Aufgrund seines hohen Alters hat er jedoch seine Karriere aufgegeben. Als er noch ein Superheld war, traf er Morrow und arbeitete mit ihm zusammen. Das ist es, was die beiden bis zum heutigen Tag verbindet. Dort will Morrow ihn um Hilfe bei der Untersuchung des Brandstiftungsfalls bitten, nachdem er sein Notizbuch gelesen hat. Er nennt Brazero als einen Kandidaten für den Brandstiftungsfall von vorhin. Kurzerhand macht sich Morrow auf die Suche nach Brazero. Es gibt eine Forschungszentrale, die von einer Person namens Naya geleitet wird. Es ist die Forschungsbasis, die illegal Substanzen herstellt und auch unter den Teenagern gehandelt wird. Am nächsten Tag findet bei der Polizei eine Sitzung zum Fall der Brandstiftung statt. Gerade noch rechtzeitig, sagt Morrow, den Rest der Polizei über Brazero. Nun ist Brazero endlich als vorläufiger Verdächtiger in dem Brandstiftungsfall benannt worden. Daher weist der Polizeichef sofort alle Teams an, nach Brazero zu suchen. Daraufhin ruft Monte Morrow an, um ihm mitzuteilen, dass Brazero derzeit in einem Restaurant in Paris arbeitet. Die Szene wechselt zu Callister, die jetzt als Basketballlehrerin arbeitet. Sie hat die Superkraft, auf einen Blick zu sehen, was mit einer Person in der Zukunft geschehen wird. Zur gleichen Zeit besucht Morrow sie und fragt sie nach Brazero. Unerwarteterweise stellt sich heraus, dass sie Brazero recht gut kennt. Morrow bittet sie daraufhin um Hilfe bei der Suche nach Brazero, aber leider lehnt sie ab. Er gibt trotzdem nicht auf und setzt seine Ermittlungen mit Schultzman fort. Später gehen sie in das Krankenhaus, in dem die Opfer der Brandstiftung behandelt werden. Der Arzt teilt ihnen mit, dass eine Person bereits verstorben ist. Überraschenderweise stellt sich heraus, dass es sich bei dem Patienten um Brazero handelt, der ein Opfer der illegalen Substanz ist. Der Arzt vermutet außerdem, dass die Substanz aus menschlichem Blut hergestellt ist. Da sie diese Information kennen, müssen sie den wahren Drahtzieher finden. In dieser Nacht beschlossen sie, lange aufzubleiben und zu suchen. Auf den CCTV-Fotos am Tatort. Auf dem Foto findet Morrow zufällig eine Person, die es geschafft hat zu entkommen. Sie setzen ihre Suche auch in allen Krankenhäusern fort, in denen die Opfer der Brandstiftung behandelt werden. Nach einiger Zeit können sie den Jungen finden. Der Junge ist offenbar weggelaufen und hat sich entschieden, in einem anderen Krankenhaus behandelt zu werden, als die anderen Opfer. Das macht sie natürlich misstrauisch gegenüber ihm. Sie verhören den Jungen sofort und zwingen ihn zuzugeben, wer der Dealer ist. Indem er erzählt, was mit Brazero passiert ist, sagt er schließlich, dass jemand namens Ismail die Substanz draußen verkauft hat, an seiner Schule. Natürlich ist er einer von Nayas Untergebenen, aber auf der anderen Seite stellt sich heraus, dass Ismail heimlich einige Substanzen bei sich hat und aus Nayas Stützpunkt verschwindet. Auch Naya vermutet, dass er ihn verraten würde und so befiehlt er sofort den Rest seiner Männer Ismail zu finden. Die Szene wechselt zu Ismail, der irgendwo hinläuft. An diesem Ort wartet die Polizei auf ihn. Da er weiß, dass er bald verhaftet wird, versucht er von dort zu fliehen. Morrow und Schultzman jagen ihm schnell hinterher. Mit guter Zusammenarbeit gelingt es ihnen, ihn in einem Laden zu fangen. Danach wird er direkt von Morrow und seinem Team verhört, aber er beschließt zu schweigen. Die Polizei ist
verwirrt. Andererseits erhält Morrow von Monte Informationen über einen Mann namens Eclipso, der die Superkraft besitzt, andere Menschen auf der Stelle erblinden zu lassen. Sie vermuten, dass diese Person vielleicht etwas mit ihrem Fall zu tun hat. Wenige Augenblicke später greift Eclipso die Polizeistation an. Er wird von einigen von Nayas Männern unterstützt, damit sie Ismael befreien können. Einige Polizeibeamten erblinden vorübergehend. Morrow trifft auch auf Sheltzman, die ebenfalls geblendet wird, so dass sie hinfällt. Es stellt sich heraus, dass Morrow eine Superkraft hat, mit der er Gegenstände mit seinen Händen bewegen oder heben kann, die auch als Telekinese bekannt ist. Er setzt seine Superkraft dringend ein, um Sheltzman zu retten. Währenddessen wird Ismael sofort von Nayas Männern abgeführt. In seiner Basis will Naya ihn mit seinen eigenen Händen töten. Aber vorher erzählt er Naya, dass er einen Polizisten gesehen hat, der Superkräfte hat. Diese Information erregt Nayas Aufmerksamkeit und er schickt sofort seine Männer los, um nach Morrow zu suchen. Zur gleichen Zeit hat Callista eine Vision von zwei ihrer Schüler, die an der Substanz sterben werden. Sie werden an dem von Naya neu entwickelten Prototyp, der Substanz, sterben, der ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Sie wissen nicht, dass sie nur Versuchskaninchen sind. Die Substanz wurde von Naya aus dem Blut eines entführten Mädchens namens Lily entwickelt. Sie ist die Tochter von Gigaman und die Superkraft, die in ihrem Körper steckt, ist kein anderer als der Nachkomme seines verstorbenen Vaters. Morrow, der dies weiß, ist sehr wütend und untersucht sofort die Entführung. Leider wird er mitten in seinen Ermittlungen von einigen von Nayas Männern entführt und unter Drogen gesetzt. Glücklicherweise ist er in seinem bewusstlosen Zustand immer noch in der Lage, seine Superkräfte zu entfesseln und das Auto durch den Druck seiner Hände zu beschädigen. Lena und Callista kommen zur richtigen Zeit, um Morrow zu retten. Aber bei dem Vorfall wird er dreimal in die Brust angeschossen und erleidet schwere Verletzungen. Und wieder nutzt er seine Macht, um die Kugeln zu entfernen, damit der Heilungsprozess schneller vonstatten geht. Sie bringen ihn zu Monte, um ihn behandeln zu lassen. Dort hat Callista gerade enthüllt, dass Morrow ein Superheld wie Pack Royalist. Aber es gab einen Zwischenfall, der sie trennte. Morrow, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage war, seine Macht vollständig zu kontrollieren, machte versehentlich einen Fehler, als er versuchte, einen Verbrecher zu verhaften. Sein Fehler führt zum Tod von Gigaman. Aus diesem Grund kann er seine Kräfte nie wieder einsetzen. Doch nun vereinbaren sie, sich zusammenzuschließen, um Lily zu retten und Naya zu fangen. Während sie darauf warten, dass sich Morrows Zustand verbessert, führen sie zunächst eine Untersuchung durch und finden schließlich Nayas Hauptquartier. Von einem Wissenschaftler erfahren sie, warum Naya sich so verhält. Es stellt sich heraus, dass er in der Vergangenheit auch als Forschungsobjekt für Menschen mit Superkräften benutzt wurde. Deshalb leidet er an einer psychischen Störung, die ihn dazu bringt, sich jetzt zu rächen. Morrow hat sich zwar nicht erholt, aber die Substanz ist immer noch da und wird sogar von einer Gruppe von Menschen benutzt, um Diebstähle und Morde zu begehen. Am Ende beschließt die Gruppe, einen Anschlag zu verüben. Nayas Hauptquartier zusammen mit der Polizei, natürlich ohne Morrow. Naya befiehlt seinen Männern, alle Substanzen, die er hat, herbeizuschaffen und er bringt auch Lily dazu, von diesem Ort zu fliehen. Aufgrund dieser Substanzen haben Nayas Männer auch Superkräfte. Zum Glück gibt es einen Monte, der sich sofort teleportieren kann. In der Zwischenzeit nimmt Naya Lily mit seinen Männern auf einen anderen Weg mit, aber plötzlich wird er von Morrow blockiert. Er fordert Naya mehr heraus, so dass er mehr von der Substanz inhaliert, um ihn stärker zu machen. Als er überrumpelt wird, gelingt es Morrow, ihn loszuwerden und er bittet Sheltzman, Lily an einen sicheren Ort zu bringen. Dann setzt er sein Duell mit Naya fort, der die Substanz so lange einatmet, bis sie ihn unkontrollierbar macht. Morrow nutzt die Gelegenheit, ihn so weit wie möglich zu bringen und lässt ihn in der Luft explodieren. Zunächst dachte man, dass die Explosion auch Morrow tötete, aber zum Glück überlebte er den Vorfall. Der Film endet glücklich mit der Aufklärung des Brandschlags und Lillys Rettung. Morrow beginnt auch, sich selbst als Superheld zu akzeptieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Abonniere doch gerne diesen Kanal, um keine regelmäßigen Videos mehr zu verpassen. Hier erwarten dich wirklich jeden Tag spannende Filme, also sei doch gerne am Start. Ansonsten wünsche ich dir noch einen verdammt guten Tag.